Servus Leute, was geht ab? Pip und Starten, so ein herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Jungs. Und ja, im Hintergrund seht ihr jetzt erstmal ein 115:12 oder so, aber nur die erste Halbzeit hier auf Newtown mit der Skaha, ja. Orbihundisch warm beim Start. Die erste Halbzeit ging richtig gut ab, gab 85 Kills oder so gemacht. Und naja, gut, in der zweiten Halbzeit habe ich auf jeden Fall ein bisschen verschissen. Ich blende euch dann, wie gesagt, am Ende noch den Endscore dann ein, aber ihr seht, werdet nur die erste Halbzeit sehen. Und ich hoffe mal, das passt dann auch von der Länge her des ganzen Dropses, ja. Und heute in dem Video möchte ich einfach nochmal ganz kurz, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Stellung zum neuen Call of Duty Advanced Warfare nehmen, wo man ja schon jetzt ein paar Szenen aus dem Multiplayer schon gesehen hat, einige Videos, aber auch natürlich, ja, Bilder. Und was mich natürlich direkt mal daran gestört hat, war einerseits, dass in diesem Multiplayer-Trailer, den denke ich mal jeder von euch kennt, man schon gesehen hat, dass man dort so hochspringen kann, also so, ja, nicht so wie beim Scuffen wie in Black Ops 2, sondern wirklich richtig in die Höhe fliegen kann. Und ja, das finde ich schon ein bisschen, wie soll man sagen, eigenartig, weil ich denke, man hat die vorigen Call of Duties gesehen und nie hat man so etwas gemacht. Und eigentlich will die ganze Community hier eigentlich nur ein COD, wo die Maps neu gemacht sind, die Waffen etc. und das Grundkonzept bleibt einfach gleich wie von Modern Warfare 2 bis jetzt zu Black Ops 2, wie es so war, Jungs. Und selbst bei Call of Duty 4 damals, ne, es war dasselbe Prinzip einfach. Und man möchte einfach nur, oder beziehungsweise die meisten Leute wollen einfach nur, ja, wie gesagt, diese Erneuerung, wie ich sie gerade gesagt habe, aber das gleiche Spielkonzept. Und ja, man sieht schon bei Advanced Warfare, bei Ghost haben sie da schon ein bisschen was geändert. Es kam auch nicht so gut an, muss man jetzt einfach mal so sagen. Und ich bin wirklich mal gespannt auf Advanced Warfare. Ja, wie gesagt, ich bin da ein bisschen kritisch im Moment noch, beziehungsweise, ja, ich betrachte das Ganze jetzt noch nicht als so, ja, vielleicht nicht so gelungen. Ich möchte jetzt keine großen, keine große Bewertung schon vorher abgeben, wie es sein wird. Aber naja, wir sind auf jeden Fall ziemlich gespannt. Und wenn das wirklich nichts wird, dann wird, denke ich mal, auf meinem Channel hier weiterführend sowas da dann demnächst kommen, wie auf der PlayStation 4 so Spiele wie FIFA 15. Vielleicht mache ich da mal ein oder anderen Pack-Openings. Oder wir spielen Uncharted 4, wenn das rauskommt. Oh, geil. Wisst ihr, Jungs, jetzt ist meine krassen Piccolinis im Ofen fertig. Richtig geil. Während des Commentaries, ich mach mal kurz auf Pause und ich kommentiere gleich weiter. So, meine Freunde, jetzt nochmal ein ganz kurzer Cut. Ich bin wieder da, habe alles aus dem Ofen geholt, aber das sind nebenbei. Ja, wie gesagt, also wenn Advanced Warfare nichts wird, dann wird es, wie gesagt, sowas geben wie dann Uncharted 4, was rauskommen wird, Far Cry 4, vielleicht sowas auf der PS3 dann aufzunehmen, wäre, denke ich, auch mal recht fresh. Und wäre auch mal was anderes Richtung COD. Weil ich habe ja nicht gesagt, das wird hier ein reiner COD-Kanal, sondern ich will auch schon mal ein paar andere Sachen bringen, weil das ist noch ein bisschen mal, ja, mehr Abwechslung, sage ich jetzt mal. Und dann kann man auch mal ein bisschen über das Spiel reden und nicht immer über irgendwelche Themen oder immer Freestyle, yo, Freestyle, dies, das. Ja, das wollte ich jetzt einfach nur mal so sagen, wie es dann weitergehen wird mit den Games, weil ich werde auf keinen Fall Black Ops 2 mehr dranhängen. Und ich habe, glaube ich, keine Lust, Ghost zu spielen, wenn sich da nicht was ändert, groß. Und ja, meine Freunde, das wollte ich einfach euch nur mal ganz kurz hier auf dem Weg mitgeben. So, ich muss mal kurz ein bisschen umklicken, mal schauen, wie lange das Gameplay noch geht, meine Freunde. Aber ich denke, das müsste jetzt gleich auch schon zu Ende sein. Ich würde mich direkt mal ganz gechillt von euch verabschieden, Jungs. Haut's darin, bis zum nächsten Mal. Und nein, Spaß. Ciao, haut's darin.